Willkommen zurück zu Deus Ex. Hier ist Ambrosia. Hier ist ein Schalter. Aber was tut der? Keine Ahnung. Ich habe mir das letzte Video nochmal angeguckt und ich habe gesehen, dass das hier schon vorher offen war. Das heißt, der Schalter hier oder was ich da am PC gemacht habe, hat wahrscheinlich die Tür da hinten oder die Türen, falls es doch zwei sind, da hinten geöffnet. Aber ich gucke mich jetzt trotzdem mal hier zuerst um. UK ist wahrscheinlich der Universalkonstruktor. Es gibt auch noch die Aktivierungssequenz, die den Universalkonstruktor zerstört. Und der Code dafür ist die 525. Okay, das ist doch schon mal nützliches Wissen. Dann gibt es hier noch ein Sicherheitsterminal. Da würde ich mich gerne reinhacken, um Kameras und so weiter zu deaktivieren. Falls ich das nicht schon vom Computer aus gemacht habe. Okay. Kamera aus und Kamera aus. Na, ich glaube, da war ich mal. Oh, was haben wir denn da? Ein Multitool. Aber davon habe ich schon 20. Da drin wäre eine bioelektrische Zelle. Finde ich sehr spannend. Hätte ich gern. Aber 3 Dietricher ist mir das nicht wert. Für eine bioelektrische Zelle. Und was steht hier? Umbau der Treibstofftanks. Oh, Schutzanzug. Warum nicht? Ich habe ja jetzt Platz. Da ist noch einer. Jetzt gucken wir doch mal. Ah, okay, das ist nicht eine Tür. Universal Constructor is in this facility. Der Universalkonstruktor ist wohl da unten irgendwo. Ah, eine Leiter. Ich dachte schon, ich muss da jetzt mit der Tempoerhöhung vielleicht runterspringen, um mir Schaden zu ersparen, aber nein, das geht auch so. Komm ich darüber? Ah ja. Ich wollte schon springen. Irgendwie bin ich immer ein bisschen ungeduldig. Nein. Deaktivieren, bitte. Wow, ein Implantatmodul. Was haben wir denn da? Energiezirkulator, synthetisches Herz. Und Aqualunge oder Umgebungsresistenz? Nee. Aqualunge oder Umgebungsresistenz, den hatte ich schon mal. Habe ich damals schon nicht mitgenommen. Finde ich nicht so toll. Tempoerhöhung lautlos gehen. Das habe ich doch schon. Und ein Upgrade. Cool. Was erhöhe ich denn da? Das habe ich schon maximal. Ich würde sagen, die Regeneration. Das ist noch mit das Nützlichste von allen Fähigkeiten. Oh, da geht's weiter. Das war alles, oder? Hier gibt es irgendwie sonst... Ja, den Schutzanzug könnte ich mir... Aber ich hab doch schon einen dabei. Ah, was ist denn das? 6 Tools. Und nur 2 Stellen. Ich probiere mal eben aus, was da passiert. Aber ich werde danach wieder laden, weil ich nicht 6 Tools verschwenden will. Wobei das jetzt eigentlich ein geeigneter Zeitpunkt wäre, um den Bug zu demonstrieren. Wenn ich hier nämlich jetzt während das Tool arbeitet ins Inventar gehe, dann, also normalerweise hätte das Tool ja dann bei 30% aufgehört zu funktionieren. Aber wenn ich jetzt ins Inventar gehe, dann arbeitet es weiter. Und da habe ich ein bisschen zu früh aufgehört. Toll. Jetzt macht es den wieder zu. Das ist ja bescheuert. Vielleicht wären die zugefahren, wenn ich Alarm ausgelöst hätte. Und das kann natürlich sein. Dann hätte ich sie öffnen müssen und mir verdienen müssen. Aber gut. Uah. Ein Millibot. Wie praktisch. So direkt nebenan. Erstmal heilen. So, was haben wir denn da? Ein Energiezirkulator. Der Energieverbrauch der Implantate wird reduziert. Sie rennt zu mir und sie hält an. Aber ich kann sie nicht ansprechen. Hätte da jetzt vielleicht der Dialog auslösen sollen, der letztes Mal schon durch die Wand ausgelöst wurde. Das synthetische Herz versorgt den Organismus mit Blut und Energiezellen.
Auf diese Weise wird die Leistung aller Implantate entscheidend verbessert. Ich bin so oder so schon knapp bei Energie, deswegen tendiere ich tatsächlich hier zum Energiezirkulator, damit die weniger Energie verbrauchen. Er braucht 10 Einheiten pro Minute und der hier braucht 40 Einheiten pro Minute, okay. Das heißt leichte Verringerung, ne? Da bräuchte ich jetzt ein paar Zahlen. Hallo, Frau Chao? Hallo? Dann muss ich eben über deine Schulter klettern. Krabbeln. Eine Kautafel? Wie komme ich hier nachher wieder raus? Vielleicht hier? Nein. Ich kann auch nach drinnen gehen. Eine Leiter nach unten. Okay. Aber hier ist leider zu. Schade. Na gut, dann. Oh, die habe ich wohl auch vorhin ausgeschaltet. Dann, ne? Speichere ich mal eben. 5:05 war es, genau. Und jetzt fährt der. Wow! Wow! Ich soll durch die Röhren den Boden fliehen. Ach nee, da kamen die Viecher raus, oder hier? Ja, ja, verdammt. Ne? Wow. Verdammt. Ich brauch mal das da. Das sieht abseits aus. Stanton Dowd. Illuminaten. Okay. Da komme ich leider. Doch, da komme ich hoch. Das sind also die Röhren, okay. Ah, hier ist zu. Da ist wohl auch zu. Raus, weg. Da ist jedenfalls auch zu. Und da ist auch zu. Okay. Und das Wasser am Boden ist auch ziemlich eklige Brühe. Jetzt hätte ich ja eigentlich. Die braucht 120 Einheiten pro Minute. Für 10 Einheiten hätte sich das wahrscheinlich gelohnt an der Stelle. Werde ich in Zukunft machen. Also F10 und F11 dann gemeinsam drücken. Für beide Implantate. Bevor ich hier ins Unbekannte tauche, will ich doch nochmal Frischluft holen und speichern. Ich glaube, die Pistole funktioniert nicht unter Wasser, aber die Armbrust. Oh ja, Pfeile. Na, erstmal Luft holen. Er hat leider nichts dabei. Aber hier ist Munition. Leuchtpfeile, Betäubungspfeile. Und nochmal Luft holen. Oh, da ist auch schon ein Gegnerviech. Was? Nee. So. Oh, das kommt her. Nein, das kommt her. Oh, ich muss nachladen. Verdammt. Und ich brauche Luft. Nein. Wo ist es? Da. Ups. Oh, das war ja doch gar nicht mal so schwierig. Eine Runde speichern, wer weiß. Gibt es denn was unter der Röhre hier? Nein, da auch nicht. Okay. Dann noch ein letztes Mal Luft holen. Und los geht's. Ich glaube, diese Gegner oder diese Monster, die haben nichts bei sich, oder? Nee, natürlich nicht. Man könnte ihnen ja vielleicht Krallen oder Zähne ausbrechen und teuer auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, ohne irgendwie Luft hier unten so lang zu tauchen. Ich hätte vielleicht doch mal schwimmen irgendwann skillen sollen. Aber andererseits.
Keine Ahnung, was das gerade war. Andererseits gibt es hier regelmäßig Luft, auch wenn die wahrscheinlich ziemlich mies ist hier unten. Wow! Tracking down this doubt connection. Illuminati fingerprints all over the Sterix. I'm talking about the molecule shape. 17 segments, 23 coupling points. Only Illuminati technicians use sleeve bearings with 34-fold and 46-fold symmetry. Multiples of 17 and 23? 17, 23? The birth of Adam Weishaupt? Not a coincidence. Okay, Tracer Tong ist so ein Verschwörungsspinner, scheint mir. Ich habe hier einen, das ist leider untergegangen gerade. Bei dem Gespräch oder während der Betragung ist es leider untergegangen. Ein Nanotech-Schutztür. Den Schlüssel für die Nanotech-Schutztür. Den habe ich hier gerade bekommen. Damit war die Flucht wohl hoffentlich erfolgreich. Ich muss nur noch nach draußen kommen. Ich bin gespannt, wo ich da rauskomme. Letzten Endes. Ich sollte mal eine Waffe in die Hand nehmen. Oh, schon wieder Wasser. Hey, Moment. Sind das nicht die Hongkong-Kanäle? Ja, das sieht aus wie so ein Kanal bei Hongkong. Die habe ich ja leider nicht wirklich sehr erforscht. Ich will hier gerne raus. Ja, das geht. Cool. Was haben wir da? Ein Gitter mit einer Tür dahinter. Eine Leiter. Tonochi Road. Was ist das da? Canal Road. Coole Sache. Damit wäre Versalife wohl abgeschlossen. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Das geht leider auch ohne Tempoerhöhung. Von daher war das im Nachhinein dann doch relativ unspektakulär, was ich da mit der Tempoerhöhung gemacht habe. Und ich denke, ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen umschauen. Ich habe mich hier noch nicht so wirklich umgeguckt in Hongkong. Fernglas. Seit wann ist denn das in diesen kleinen Kartons? Nee, hier hinten ist nichts, ne? Nee. Aber ich habe tatsächlich mich nochmal zwischendurch offscreen ein bisschen umgeguckt. Allerdings nur da, wo ich schon war, in älteren Spielständen. Weil ich das ein bisschen seltsam fand, dass bei Tracer Tong, bei den Triaden, dass da kein Bot war, um die Energie aufzufüllen. Und da spinnt man wieder die Steuerung, weil ich nach vorne gedrückt habe, während es gespeichert hat oder geladen hat. Dann will ich jetzt mal eben speichern und... Naja, ich glaube, die Zeit ist euch auch voll. Bis zum nächsten Mal.